Hallo Leute und herzlich willkommen zu Bas Bas Du, The Starving Artist. Ja, wir starten direkt eine neue Karriere und schauen mal, was wir denn so reißen können als so Zeichner, Künstler, Maler, Ding. Akt 1, neue Anfänge. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel noch nie so wirklich durchgespielt. Ich habe es immer mal wieder ein bisschen gespielt, aus Spaß. Aber so richtig ernst und weit gespielt habe ich es noch nie. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Für das zeichne ich mal so einen Play-Button. Bin nicht so ein sonderlich guter Zeichner, muss ich sagen, aber kommt schon hin. Ich glaube, es reicht auch, wenn wir ein bisschen simple Bilder machen. So. Du kannst das übrigens gerne gleich kaufen, ne? Wenn du Bock hast. Oha. 6 Ding, geht mehr? 7? Okay, komm, wir nehmen es. So, Play-Button. Warte mal, der Dude liked doch bestimmt Baguette. Warte mal. Zeichne jetzt hier ein Baguette. So, wir zeichnen jetzt ein wunderschönes Baguette. Okay, Baguette. Schreiben wir das so? Ups. Keine Ahnung, to be honest. Französisch war ich immer ganz schlecht. Schreiben sowieso. Aber, oh, der hat noch einen Kaffee in der Hand. Ist das Kindergartenbild? Ja, ungefähr so. Mann, aber Kunst ist das nicht. Schade, dass das Baguette jetzt irgendwie nicht so gut ankommt. Ich dachte, das geht jetzt, macht die Runde hier, aber... Nee, wie sieht denn so ein scheiß Starbucks-Becher aus? Habt ihr hier noch braun in der Deckel irgendwie? Dann so ganz dünne Streifen, so das andeutet, dass es heiß ist. Keine Ahnung, was das sein soll jetzt, aber egal. Wir nennen das Star Coffee, weil Starbucks. Einführung, klick auf die Kassen, um die Finanzen im Griff zu dingseln, ne? Oho, Digga, 17. Alter, ja, der Kaffee, der hat gezündet bei dir, ne? Ich wusste es doch. Wir weinen, Baguette. Ah, Baguette, scheiße, ich hab's falsch geschrieben. Hat das mein Dreijähriger gemerkt? Oha, Digga. Okay, wir müssen 80 zusammenbekommen, alleine um die Fixkosten zu zahlen. Scheiße, Digga. Das ist doch so ein richtiger Rocker. Wir zeichnen jetzt eine Rockgitarre. So eine richtige, typische Rockgitarre für das. So, das ist der Hals. Oh Gott, ist die scheiße. Aber das ist Kunst, weil es so ein bisschen gebogen ist, you know? Das ist das Coole, du kannst dich bei Kunst immer rausreden. So. Ist jetzt halt nur ein Bass sozusagen, weil es hat nur 4 Seiten, aber egal. Ui, ist halt sogar nur 3. Ganz fancy, Alter. Und dann irgendwie noch so rote fancy Striche. Boah, das hat das Bild null besser gemacht. Ja, jetzt chill doch mal, Alter. Die flamen mich jetzt zu Tode, ne? Komm, wir machen mal einfach seine Frisur nach, aber nur so die Konturen. So. Sieh doch. Ja, guck, als findet das cool. Boah. Dann hier seine Augen. Ey, das sieht doch geil aus. Könnt ihr noch nichts erzählen, Digga. Einmeldung, ein Malvideo. Ach, Digga, jetzt konnte ich nicht lesen. Der Typ besitzt keine Energie, Digga. Warte, wir zeigen jetzt einen Blitz. Dann kann er nichts mehr sagen, von wegen wir besitzen keine Energie. Energie. Vielleicht checkt das, was ich meine. Okay, wir müssen aber diesmal vielleicht ein bisschen schönes Bild mal zeichnen, ne? Sieht auch ein bisschen crappy aus. Das ist nämlich der Baum, wo die Physik erfunden wurde, you know? Oh Leute, er will ja das kaufen. Och Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Schenke ich mal ein bisschen mehr an, okay. Wir machen jetzt mal Unterwasser-Ding. Er hat erst jetzt das Baguette gekauft, Alter. Was? Wiener Fisch. Kann so nicht schreiben, merke ich gerade. Komm, wir zeichnen mal eine Schildkröte. Oh mein Gott, ich weiß, was ich zeichne. Ich zeichne mein Handy-Hintergrund. Ich zeige euch den kurz. Warte. Aber eigentlich lächelt das ein bisschen mehr. So. Das nennen wir jetzt Hello. Hallo! Oh. Es ist halt schon ein bisschen wack, ne? Wir müssen das jetzt mal so ein bisschen abstrakter gestalten, you know? Und dann hier ein Smiley. Es ist schon abstrakte Kunst, ne, die wir hier an den Tag legen. Auf was könnten die Leute hier geil sein? Auf den Eiffelturm, ne? Oha, dieser Künstler versteht mich. Man muss nur ein bisschen abstrakt sein hier, ne? Machen wir jetzt mal nur mit den verschiedenen Grün- und Blautönen. Oha, neueste Studien beweisen, Eier verursachen Krankheiten. Ja, wir wissen es ja, ne? Milch, ach nee, scheiße, das war ja mit Milch, lol. Gar nicht mit Eiern. So, das heißt, wir machen ganz schnell hier eine Pfanne. Schnell, wie es halt eben geht. Oha. Guck mal. Oh, tschüss, Digga, ich werde reich. Jetzt nennen wir es Eierkrankheit. Weil das hat ja gerade die Runde gemacht in der Zeitung und dann nehmen wir auch Bezug, ne? Das Flammensymbol ist irgendwie absolut hässlich gekommen. Wieso kann ich manchmal keinen Arsch schreiben? Meine Tastatur ist kaputt. Boah, wir zeigen so eine Skyline von hinten einfach. Boah, einfach 500 IQ. Da machen wir uns hier überall zum Teil noch so ganz kleine Fenster rein. Ja, das sollte ein Kamin sein. So, und dann noch der Sternehimmel. Digga, 4. Okay, aber komm, wir müssen es endlich loswerden.
Monsieur, ist das in Kopie? No, das ist keine Kopie tatsächlich. Das war ein ganz ein komischer Jubel, ne? Also ganz weird irgendwie. So, wir zeichnen jetzt hier nochmal hier grün. Dann hier so ein See. Diesmal etwas schönere Bäume. Ja, wobei schön ist relativ, aber. Okay, sie meinen alle, dass das Schildkrötenbild ist keine Originalität. Ja, okay, es gibt es ja auch schon eigentlich, aber. Oh mein Gott, ich weiß, dass sie zeichnen. Zeichnen einfach Geldding. Geldschein. Eigentlich sollte es ja so ein bisschen geschwungen werden, aber ist jetzt irgendwie ein bisschen kacke gekommen. So, wir machen da schön ein Dollarzeichen drauf, damit auch alle wissen, um was das geht. Okay, guck mal, im letzten Monat haben wir sogar Plus gemacht. Okay, wir müssen jetzt aber weitermachen. Keine Zeit für Pause. Nein, jetzt kommen die hier wieder mit Dreijährigen an. Ach, Leute. Oh nein, jetzt habe ich... Fuck, scheiße, falsche Farbe. Guck, das ist jetzt so tiefster Dschungel oder so. Er freut sich immer mega über die Crap-Bilder. Das finde ich aber cool. Oh, warte mal. Ich habe gerade da drüben mich an der Backsteinmauer orientiert. Cool wäre denn das einfach so eine Backsteinmauer. Einfach guck, wir machen zu und zu und zu. Ups. So. Wieso ist denn mein Licht jetzt ausgegangen? Scheiße. Bro, jetzt habe ich ein Problem hier. Warte mal. So, da sind wir wieder back. Ich hoffe, es passt noch alles. Ich habe jetzt kurz die Backsteinmauer noch dahingestellt. Ich glaube, wir müssen etwas mehr mit den Pastellfarben hier arbeiten, ne? Weil es sieht doch immer fancy aus. Ich habe leider keine Ahnung, in welchen Farben der Regenbogen hinkommt. Es ist garantiert falsch, das kann ich euch sagen, aber keine Ahnung. Wir schreiben trotzdem mal Rainbow hin. Wir haben wieder eine Rechnung erhalten, okay. Alter, aber guck mal, wir haben schon diese Woche 99 gemacht. Also wir machen eigentlich ja nur Plus. Können und Mühe machen gute Kunst aus. Oha, das war geil so bei. Oha, das ist aber ein bisschen asozial auch, dass er mich so bewertet, ne? Oha, wir zeichnen jetzt einen Mond, der am Schlafen ist. Wir zeichnen mal ein geschlossenes Auge. So, dann schreiben wir noch so ZZ oben drüber. Ein schlafender Mond. Ist doch gut, oder nicht? Alter, da, oh mein Gott. Komm, machen jetzt mal einen goldenen Kleeband. So, auf so einem grauen Hintergrund. Könnte man noch Red zeichnen. Wobei Red zeichnen wird etwas schwierig. Aber wir zeichnen hier mal seinen Phönix-Ding. Der hat dann hier auch so einen gelben Schnabel. Und der ist natürlich feuerrot. Das ist jetzt ein bisschen dumm, dass ich das im Nachhinein noch adde. So. Das hat das ganze Bild irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Dann auch noch so gelbe Federn. Hier auch noch so eine rote. Das hier muss schwarz durchgehen, sonst ist es ein bisschen komisch. Ja, guck mal, Red Phönix. Haben wir jetzt gezeichnet. Und ich glaube, wir zeichnen noch so einen Minecraft-Block. Der kommt immer gut an. Aber einfach das Bild ist ein Minecraft-Block. So, und dann hier oben grün. Es sieht schon wieder so billig aus. Können eigentlich auch noch ein Minecraft-Bild machen, ne? Dann haben wir hier so einen schönen blauen Hintergrund. Und schön mit Orange, weil aber das kippt mir ganz kurz. Minecraft. Aber das sieht mega fancy aus. Oha, guck mal. Minecraft, ich hab's gesagt. Einfach Minecraft wurde verkauft. Für 8 Euro stark, Digga. Boah, guck mal, mein King ist auch direkt weg. Boah, die Hipster veranstalten ein Meeting, um deine wachsende Popularität zu besprechen. Das ist aber cool. Lol, ich kann jetzt so mit Muster malen? Achso, warte, ich muss eine andere Farbe nehmen. Jo, ist das geil. Ah, der will hier Phoenix kaufen, ne? Ja, das verkaufen wir. Digga, der gönnt ja richtig, ey. Ich glaube, wir sind ein richtig guter Künstler. Jetzt hat das schon wieder das Licht ausgemacht. Was soll denn das? Ja, perfekt, Leute, Digga. Da ist einfach meine Batterie da, der Kamera. Die hat gerade gar keinen Bock mehr. Ja, tut mir leid für das Outro jetzt, für die Problemchen. Aber, naja. Ich muss mich auch erstmal wieder reinarbeiten, Leute. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi! Hello, feeling so mellow. Fresh about the shower, but there's nothing on my schedule. Mother effer, what it do? My steez be the swaggiest. Fits real clean, but my flows be the nastiest. That's where I'm working.